Offenbarung Jesu an Jeff Beyerly am 30. April 2020. Apostelgeschichte 2.0. Die Versiegelten 144.000. Offenbarung Kapitel 7. Eine mächtigere Salbung meines Geistes, als sie jemals einer von euch gesehen hat, ist jetzt hier. Aber es kommt noch viel mehr. Von nun an wird die wahre Kirche, die mein Leib und meine Braut ist, sich verändern. Und der Dienst wird nicht mehr in einer Struktur aus Ziegelsteinen und Mörtel zentriert sein. Ich sage nicht, dass mein Leib sich nie mehr in Gebäuden treffen wird. Aber es wird nicht mehr so sein, wie ihr es erlebt habt. Ihr alle seid meine Tempel, die nicht von Menschenhand erbaut wurden. Ich werde meine Tempel mit meiner Herrlichkeit füllen. All denen, die mir alles übergeben haben, denen, die mir nichts vorenthalten haben, werde ich das Gute nicht vorenthalten. Es beginnt sogar jetzt schon. Ich werde mein Volk, das seine sündigen irdischen Wege bereut und mich zu seinem größten Ziel gemacht hat, einsetzen und gehorsam meinem Ruf zur Vertrautheit mit mir folgen lasse und all jene suchen und retten, die zu mir kommen wollen. Diese Zeit, die vor meinem Leib liegt, wird wie das Buch der Apostelgeschichte 2.0 sein. Dies wird keine Wiederbelebung der großen, von Menschenhand geschaffenen Mysterien sein, die alle beim Namen kennen. Die Kraft meines Geistes kommt durch meine Demütigen, die nur meine Herrlichkeit und den Aufbau meines Reiches suchen. Denkt dran, dass ich gesagt habe, wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Denn es steht geschrieben, durch den Mund von zwei oder drei Zeugen kann jedes Wort bestätigt werden. Matthäus 18, 16. Denn ihr seid meine Zeugen. Ich sage euch noch einmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, 8. Das heißt, ich werde euch zuerst dort gebrauchen, wo ihr wohnt, dann in der Gegend, in der ihr wohnt, dann werdet ihr die Gegend, in der ihr wohnt, berühren und dann werde ich euch an abgelegene Orte bringen und euch dort gebrauchen, wo ihr noch nie gewesen seid oder die ihr noch nie gesehen oder gekannt habt. Dies wird die Erfüllung meiner Worte sein. Dieses Evangelium des Königreichs wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Nationen und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, 14. Ihr werdet wahrhaftig wissen, dass ihr alles tun könnt durch meinen Geist, der euch stärkt. Meine große Macht wird wieder einmal in der ganzen Welt bekannt werden und sie wird noch größer sein als das, worüber in der Vergangenheit geschrieben wurde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr der Arbeit, die getan werden wird, nicht glauben würdet, selbst wenn man es euch sagt. Das größte Werk, das jemals auf der Erde bekannt ist, wird in dieser Zeit vollbracht werden. Es wird für eine sehr kurze Zeit sein, aber es wird alle anderen Ernten übertreffen. Dies ist meine große Ernte, und ich rufe alle, die meinen, auf, sich an der Fülle der Ernte zu beteiligen. Ihre Belohnungen werden sie alle in Erstaunen versetzen. Nun lasst euch nicht täuschen, so wie während der Zeit der Apostelgeschichte in der Schrift, als meine Zeugen auf die Opposition der unterdrückenden Regierung stießen, die damals herrschte. Die Regierung, die sich euch widersetzen wird, wird noch unterdrückerischer sein als das Römische Reich. Und so wird es rund um den Globus sein. Dieses tierische System hat gerade erst begonnen, sich zu erheben, und es wird weiter bestehen, denn so steht es geschrieben. Sie werden sich ihm widersetzen, aber es wird weiter aufsteigen,
und sie werden sich ihm widersetzen, weil es sich gegen alles stellt, was ich befohlen habe. Sie sagen, dass das Böse gut ist und das Gute böse ist. Sie werden meinen Namen verbieten, gesprochen oder geschrieben zu werden. Und sie werden versuchen, ihn von der Erde auszulöschen. Aber meine Auserwählten werden meinen Namen mit Macht und Autorität aussprechen und dabei eher Gott als den Menschen gehorchen. Sie werden einige von euch gefangen nehmen und einige von euch einsperren. Aber einige werden auf wunderbare Weise durch meine Macht und durch meine Engel entkommen. Einige von euren irdischen Körpern werden getötet werden, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bin derjenige, der sowohl Seele als auch Körper in der Hölle zerstören kann. Der Satan kann meinen Geist nicht aus eurem Inneren nehmen, es sei denn, ihr gebt ihm die Erlaubnis und macht ihn zu eurem Gott, indem ihr sein Zeichen nehmt, das zum Kauf oder Verkauf benötigt wird. Wenn ihr ihn absichtlich einlasst, stoßt ihr mich hinaus. Wenn ihr eins mit ihm seid, seid ihr nicht eins mit mir. Lasst euch nicht täuschen. Es wird in diesem oder im nächsten Leben keine Vergebung dafür geben. Dies kann euch nicht aufgezwungen werden. Diejenigen, die dieses Zeichen tragen, werden mich als ihren Herrn und Erlöser ablehnen. Und dann werden sie so verändert werden, dass sie nicht mehr ein Sohn oder eine Tochter eines Menschen, sondern eines Tieres sind. Ich bin als Menschensohn gekommen, um die Meinen zu suchen und zu retten. Und ich werde zurückkehren und all meine Feinde vernichten. Nimm das Zeichen nicht an, sonst bist du mein Feind. Wem viel gegeben wird, dem wird viel abverlangt. Mit größerer Macht kommt größere Verantwortung. Die Tage von Ananias und Sapphira kommen wieder. Mit größerer Salbung wird die Strafe für Ungehorsam schneller und härter. Es wird nicht zur Tagesordnung übergehen. Es wird einige geben, die ich dazu ernennen werde, das Urteil über diejenigen zu verkünden, die Wölfe im Schafspelz, falsche Brüder, Lügner und Ungehorsame sind. Es wird ohne jede Verzögerung geschehen. Auf die gleiche Weise werden sie anfangen, die Manifestation ihres Gebets, die direkt vor ihren Augen geschehen, zu sehen wie nie zuvor. Ihr werdet wunderbare Heilungen sehen, schöpferische Wunder, wie Arme und Beine, die dort wachsen, wo es keine gab. Plagen und Seuchen werden verschwinden, die Toten werden auferstehen, die Lahmen werden gehen, die Blinden werden sehen, diejenigen, die von bösen Geistern geplagt und unterdrückt werden, werden frei werden, Nahrung wird sich vermehren und auf dem Tisch derer erscheinen, die mir im Glauben danken. Ich werde euch dorthin bringen, wo ich euch brauche, und euch vor dem Feind verstecken, wenn es nötig ist. Winde und Meere werden sich beruhigen, und Berge werden in meinem Namen versetzt werden, augenblicklich. Wenn ihr seht, wie all dies geschieht und fast alltäglich wird, werdet ihr wissen, dass die Zeit der Gnade zu Ende geht und die Zeit meines Reiches beginnt. Es wird nach dem Eingriff Gottes sein. Diese große Salbung wird bis zum großen und schrecklichen Tag des Herrn zunehmen. Er wird groß sein für die, die mit mir sind, und schrecklich für meine Feinde. Dann werden meine Zeugen, die 144.000, verwandelt werden und noch größere Dinge tun, als ich zuvor erwähnt habe. Sie werden mit meiner Herrlichkeit leuchten und die großen Heldentaten und größere Taten vollbringen, als ich sie auf Erden vollbracht habe. Es wird ihnen kein Schaden zugefügt werden können, ihre Kraft wird unbegrenzt sein, sie werden laufen und nicht müde oder schwach werden, und sie werden die Gefallenen und die Riesen in die Flucht schlagen. Sie werden denen helfen und sie beschützen, die ihre Lampen und Gefäße nicht mit dem Öl meines Geistes gefüllt hatten, auch wenn diese ihr Leben für mich geben müssen.
Meine Weisen werden bis zum Ende der großen Ernte ernten und viele zur Rechtschaffenheit bekehren und für immer und ewig wie die Sterne leuchten. Die Zeit ist gekommen. Jesus der Christus, Jeschua HaMashiach,